Teil 2 der Anzuchten von Parzelle 58. Heute bei Julian zu Besuch. Und was habe ich heute vor? Ich möchte gerne ein paar Gewächse hier zu sehen umtopfen. Und zwar ist es so, ich habe diese 9x9 Töpfe und ich befürchte, die könnten für das Wurzelwachstum bis Mitte Mai zu klein sein. Da werde ich auch ein Experiment machen, gerade bei meinen Physalis möchte ich kein Risiko eingehen. Und deswegen werde ich das machen. Ich werde die umtopfen in hier so Milchpakete. Wenn ihr in der Verwandtschaft oder so Leute habt, die solche Pakete haben, ob jetzt Milch oder Saft, die kann man wunderbar verwenden. Ist natürlich nach einer Saison durchgematscht und also ich trinke keine Milch, aber ich komme halt an diese Becher ran und bevor die zerschreddert werden, kann ich sie ja noch weiter verwenden. Nun ist es so, hier handelt es sich um einmal Baumwolle und hier die etwas kleineren sind Hibiskus und zwar Hibiskus Roselle oder Rosella. Baumwolle ist so ein Gag, sag ich mal. Ich will es einfach mal erleben, wie man so selbst so Baumwolle erntet. Das andere, der Hibiskus Roselle, das ist tatsächlich diese Hibiskusart, die man in Tees wiederfindet. Das sind so rote, ich weiß nicht, wie man es richtig bezeichnet. Ich nenne es mal Kokons, obwohl das bezieht sich ja eigentlich auf Insekten. Trotzdem, so sehen die so ein bisschen aus und die werden geerntet und getrocknet. Und ich habe gedacht, ich versuche das alles mal und ansonsten werde ich euch gleich nach und nach zeigen, was ich hier Stand Mitte Februar eigentlich schon so in der Vorzucht habe. Und da sind spannende Sachen bei. Also Timo ist da ja eher noch so standardmäßig unterwegs und ich habe einfach unheimlich viel Spaß daran, Experimente zu wagen. Zum einen sind das, wie schon gesagt, natürlich die, Moment, ich zeig's mal von oben, die Baumwolle und auch die Hibiskus Roselle oder Rosella. Ich glaube, die hatten hier zwischenzeitlich auch schon ein bisschen zu kämpfen. Trauermücken habe ich auch schon gut zu Besuch gehabt. Ich habe einmal mit Sand gearbeitet, damit die gar nicht mehr rankommen. Und sobald jetzt ein Wurzelwerk da ist, werde ich auch nur noch von unten gießen. Von oben gieße ich nur, wenn die noch nicht genug Wurzelwerk haben. Und zum anderen habe ich auch Nematoden eingesetzt. Das heißt, die habe ich mir im Internet bestellt und dann mit dem Gießwasser in die Pflanzen gegeben, sodass die hoffentlich sich entwickeln und dann den Trauermückenlarven so ein bisschen entgegenwirken. Hier haben wir jetzt meine heißgeliebten Physalis Schönbrunner Gold. PSG, wie ich sie liebevoll abkürze. Super geile Pflanze. Die Früchte sind einfach der Wahnsinn. So eine gewisse Süße und Säure kommt da durch, so gleichzeitig, ohne dieses typische Bittere, was man grundsätzlich bei Supermarkt-Physalis hat. Also eine ganz andere Liga. Güteklasse A, möchte ich sagen. Hier wird wahrscheinlich schnell ersichtlich, worauf ich meinen Fokus lege in diesem Jahr. Links und rechts haben wir Beas Dicke, eine Physalis-Sorte. Links ist die, also hier, ist die Physalis Tropicanica aus meinem Burago-Kalender war die. Und hier rechtsmittig ist die Physalis Goldberry. Das ist einfach eine Supermarktbeere. Die habe ich mir gekauft. Die waren auch schon aus diesen Lampions befreit. Und es kam, wie es kommen musste, die waren wieder so, gingen schnell in dieses Bittere. Keine leckere Sorte. Und ich möchte jetzt einfach das Experiment wagen, wie schmeckt die selbst angezogen und sonnengereift. Alle Physalis-Sorten, die ich hier habe, habe ich angebaut, um wirklich mal so ein bisschen herauszufinden, schmecken die alle mehr oder weniger gleich, wenn man die selber anbaut oder kommen da ganz unterschiedliche Sachen bei rum? Wie ist es vom Ertrag? Wie groß sind die Früchte? Da soll die Beas Dicke ja zum Beispiel ihrem Namen alle Ehre machen. Die sollen wohl sehr großfrüchtig werden. Ganz links haben wir die Sternphysalis. Auf die bin ich auch sehr gespannt, weil die zum einen nicht den typischen Physalis Peruviana Namen trägt, was alle anderen Physalis Sorten bei mir im Experiment so haben. Hier ist es Physalis Angulatum, glaube ich, oder Angulata. Auch wenn man sich Bilder anguckt, die kriegt so ein violett-bräunliches Gefärbe. Und die war auch gleichzeitig bei der Anzucht das Sorgenkind. Da kam, ich glaube, 5 Wochen oder so gar nichts aus der Erde. Im Vergleich sind alle meine Samen so nach Tagen, also das wenigste ist nach einer Woche aufgegangen. Ja, wie gesagt, die habe ich lange drin gehabt. Hier nochmal der Vermerk. Man liest ja auch bei Amazon und was weiß ich wo ganz schnell mal schlechte Keimrate und sowas. Leute, gerade so Solanumarten, also Tomaten gehören ja auch dazu, die können auch in der Natur mal 10 Jahre und länger im Boden rumgämmeln. Und irgendwann entschließen sie sich, jetzt komme ich halt mal raus. Die Bedingungen sind gerade optimal, jetzt mache ich mich auf den Weg. Also gebt da mit der Anzucht nicht zu schnell auf. Ein gutes Beispiel ist bei mir auch noch die, zeige ich euch gleich nochmal, die Maracuja-Pflanze. Da habe ich auch mal Samen gekauft und die letzte ist nach, ich glaube, über 2 Monaten ist die gekeimt. Und am Ende hatte ich 100% Keimrate.
Hätte ich, wie so viele, nach einer Woche, nach 2 Wochen aufgegeben, wäre die Keimrate wahrscheinlich bei 20% gewesen. Lasst euch da nicht irgendwie stressen, schmeißt nicht zu schnell weg, sondern guckt einfach mal ein bisschen warten, vielleicht sogar mal die Bedingungen ändern. Vielleicht hat man ja irgendwie das zu nass, zu trocken, zu warm, zu kalt. Einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und abwarten. Also Sternphysalis bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich auch gehört, ein Karamellaroma soll da so vorhanden sein. Hier habe ich eine Aubergine, die war auch im Burago-Kalender. So, dann habe ich hier den brasilianischen Samtpfirsich, auch eine Solanum-Art. Man sagt halt, dass die Zunge davon sogar ein bisschen kribbeln soll und dass das, man kann gar nicht beschreiben, ob es lecker oder eklig ist. Und ja, da bin ich natürlich getriggert. Ich muss es für mich selbst herausfinden. Als nächstes habe ich hier die Pepino. Habe ich auch 3 Pflanzen von vorgezogen. Also ich habe jeweils, glaube ich, so 10 Samen oder sowas in die Erde geschmissen und ich hatte tatsächlich bei allem 100% Keimquote. Pepino bin ich auch sehr gespannt drauf. Das wäre dann so eine Pflanze, die ich vielleicht dann auch überwinter, weil ich mir im ersten Jahr nicht das meiste an Ernte erhoffe, wenn überhaupt was kommt. Aber dann würde sie halt überwintert werden. So, hier haben wir die Physalis pruinosa, die Ananaskirsche. Die ist beim Keimen auch eine echte Zicke. Man hat zwischendurch das Gefühl, da kommt nichts, da passiert nichts. Naja, hier seht ihr eine recht gute Keimquote. Daneben, bisher nur eine gekeimt von zweien. Das ist die, jetzt muss ich noch mal eben gucken, Passiflora incarnata. Die Passiflora edulis, das ist ja die Maracuja. Und die incarnata ist deswegen spannend, weil sie auch Früchte bildet, die essbar sind. Und im Gegensatz zur blauen Passiflora, im Gegensatz zur blauen, die ja wirklich wunderschön ist, sollen die Früchte aber auch schmecken, also lecker sein. Dann ist die auch so, außerdem winterhart und die gilt ja wirklich als Medizinpflanze. Also wenn man irgendwelche Einschlafmittel pflanzlichen nimmt, ist da höchstwahrscheinlich Passiflora incarnata drin. Abgebildet ist dann aber die blaue Passionsblume, weil die schöner aussieht. Also so erkläre ich mir das, warum da immer wieder fälschlicherweise die blaue angezeigt wird. Da soll man halt das Kraut dann tatsächlich zu Tee verarbeiten können. Werde ich sicherlich mal ausprobieren. Vor allem bin ich aber hinter den Früchten her und den ebenfalls, wie ich finde, schönen Blüten. Links haben wir die Solanum quituense oder quitense. Eher bekannt als Naranjilla oder Lulo. Ich habe zufällig irgendwo mal davon was gelesen, habe mir Saatgut bestellt. In diversen Ländern, da ist die wohl beliebter, also das Getränk, was daraus gewonnen wird, ist wohl beliebter als Fanta. Da wird das sogenannte Königsgetränk oder so draus gemacht. Wird auch für Eisspeisen und so genutzt. Man kann es aber auch wie eine Kiwi löffeln. Ist dann ein bisschen sauer. Tatsache ist, ich muss es austesten. Dann haben wir die Tomatillo Amarilla heißt sie, glaube ich. Und daneben ist die grüne Tomatillo, die ich letztes Jahr schon hatte. Für mich sind beide sehr spannend. Die rechte kenne ich ja schon. So also roh, wenn man sie nicht zu reif erntet, schmeckt sie für mich wie eine Mischung aus Apfel und Pflaume. Ich finde sie lecker und esse auch gerne roh. Das lohnt sich für mich allein deswegen. Bei der Amarilla bin ich gespannt, ob da ein geschmacklicher Unterschied sein wird oder ob es das gleiche ist. Tatsache ist, auch für Salsa ist die natürlich geil. Und Salsa ist geil. Salsa Verde ist das dann übrigens. Weiter geht's. Hier seht ihr nochmal die umgetopften Hibiskus- und Baumwollpflanzen. Übrigens wichtig, in diese Kartons unten Löcher reinmachen. Einmal damit man von unten gießen kann und nicht so dieses Trauermückenproblem hat. Und natürlich auch, um Staunässe zu vermeiden, wie man immer wieder gerne sagt. So, und hier, die möchte ich jetzt nicht einzeln rausnehmen, deswegen entschuldigt das unangenehme Licht jetzt für die Aufnahme. Das sind einfach alles verschiedene Chilis. Ich habe hier Pimentos de Padron, dann habe ich hier aus dem Burago-Kalender einmal die Prairie Fire und dann war da noch irgend so eine Sweet Banana Paprika. Das ist dann eine Paprika, keine Chili. Und dann habe ich noch Chili Biscino, Jalapenos und die guten alten Kirschpaprika, die man so als Antipasti kennt, die man dann mit Quark füllt. Das wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ich bin nicht so der, also ich mag scharf, aber ich hatte ja letztes Jahr zum Beispiel die Lemon Drop. Das war für mich nicht scharf, als ich die probiert habe. Das war einfach, als hätte mir eine Wespe im Mund rumgeflogen und mit allen Mitteln versucht, da wieder rauszukommen. Das war einfach nur Scheiße. Also so eine Schärfe brauche ich nicht. Ich werde mir ein bisschen Chili-Pulver machen und wie gesagt, dann eben die Pimentos de Padron und die Jalapeno und auch die Kirschpaprika. Das sind ja alles so füllbare Geschichten mit einer leichten Schärfe. Da bin ich voll dabei. Und dann habe ich hier vorne noch Ingwer und Kurkuma und die erste Ingwer-Kurkuma-Pflanze kommt schon nach oben.
Hier habe ich noch einen Restbestand an Lulo und Sternphysalis. Ich glaube, da werde ich auch noch. Kennt ihr das, dass man irgendwie kein einziges Pflänzchen wegschmeißen will? Und hier habe ich Artischocken. Die wollte ich vor allem für die Bienchen und anderen Fluginsekten und fürs Auge, weil die unheimlich schön ist. Und zum anderen möchte ich die auch einfach gerne mal probieren. Ich habe noch nie eine Artischocke probiert und das wird sich dieses Jahr im besten Fall ändern. Next one. Dieses komische Pilzgeflecht oder was auch immer das ist, hatte ich schon bei den Hibiskus- und Baumwollpflanzen. Geschadet hat es ihnen nicht und nachdem sie dann aus den sehr feuchten Gewächshäusern rausgekommen sind, ist das auch nicht wieder aufgetreten. Deswegen mache ich mir da jetzt stumpf einfach mal keinen Kopf. Hier sehen wir Erdnüsse. Die habe ich übrigens, kann ich auch nochmal sagen, alle Samen habe ich in so kleine Wasserschälchen eingelegt. Lauwarmes Wasser, also diese Schälchen, das sind so Teeuntersetzer, also so winzig klein. Die habe ich dann auf die Heizmatte für, ich glaube, 5-6 Stunden gestellt und dann erst in die Erde oder auf die Erde. Die Erdnüsse dagegen habe ich einfach in so ein Zewa-Tuch eingewickelt, komplett nass gemacht und hier ins nasse oder feuchte Gewächshaus gelegt. Auch für, ich glaube, eine Nacht oder so und dann am nächsten Tag in die Erde gepackt. Und dann hat es noch 4-5 Tage gedauert, dann sah es so aus. Glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Hier sieht man dann nochmal mein Pflanzenanzuchtsystem. Das ja, kann auch erweitert werden. Ich bin sowieso sehr gespannt. Ich muss ja vieles noch umtopfen. Und ja, wenn dann noch im März die Tomaten dazu kommen und dann Mitte, Ende April die Gurkengewächse, das heißt Kürbis will ich viel machen und noch ein paar andere Geschichten. Tabak wollte ich auch dieses Jahr anbauen. Das wird alles sehr spannend, einfach so vom Platz her. Ob ich es da nicht übertreibe, aber das werden wir sehen. Der Ventilator steht da übrigens aus sehr stumpfen Gründen. Einfach mal ein bisschen Wind für die Pflanzen, damit die merken, oh, hier ist es zugig, ich muss dick und kompakt wachsen. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das Schwachsinn ist oder nicht. Viele streicheln ja mal über die Pflanzen drüber. Das vergesse ich aber oft. Ich versuche beides so ein bisschen zu machen. So, zum Ende möchte ich gerne noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar wachsen ja nicht nur unsere Pflanzen, sondern man selbst wächst ja im besten Falle auch mit seinen Aussaaten. Und letztes Jahr habe ich sicher noch viele Fehler gemacht. Also rückblickend hat man das Gefühl, man war naiv und unwissend. Das ist aber auch ein natürlicher Prozess, wie bei jedem Hobby, in das man sich so reinwurstelt. Und sicherlich ist für mich jetzt diese Pflanzengeschichte, der Garten, das ist das schönste Hobby, was ich mir vorstellen kann. Auf jeden Fall habe ich ein paar Fehler erkannt und mache die nicht mehr und nächstes Jahr werde ich vielleicht wieder an dem Punkt sein, wo ich sage, rückblickend war ich naiv und unwissend und habe mich noch weiterentwickelt. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel für die Anzuchten Anzuchterde gekauft. Das war die Idee, man kauft Anzuchterde. Dieses Jahr kaufe ich Anzuchterde, die keinen Torf enthalten darf, weil ich habe mich mit dem Torfabbau und den Mooren beschäftigt und ja, da wird einem ganz schlecht, wenn man sieht, welchen Zweck so ein Torf, so ein Moor erfüllt und was der Abbau bedeutet in vielerlei Hinsicht. Das heißt, darauf verzichte ich dieses Jahr bewusst und sobald man als Mensch etwas weiß, kann man das ja schlecht ausblenden und da muss man sich dann mit seinem Gewissen beschäftigen. Macht man das weiterhin bewusst oder lässt man es sein? Ich werde es sein lassen, das ist der Plan. Und außerdem Hybride, also F1-Zuchten, werde ich auch nicht anfassen. Das habe ich letztes Jahr schon nicht gemacht, habe aber zum Beispiel eine Melone, eine F1, gekauft. Ich will jetzt Hybride oder F1-Generationen, so diese Züchtung nicht verteufeln. Was das für die Welternährung bedeutet, das kann ich mir gerade noch nicht ausmalen. Ich weiß nicht, wie wichtig oder schlecht oder was auch immer das ist. Aber für einen Privatgebrauch ist es absoluter Unsinn. Ich möchte ja gerne, wenn ich mir schon selber was anbaue, möchte ich ja alte Sorten haben. Ich möchte das Saatgut selber ernten. Das habe ich letztes Jahr auch schon bei vielen Pflanzen gemacht. Und ich möchte ja nicht jedes Jahr neues Saatgut kaufen, wenn ich doch quasi Sorten selber erhalte und auch an meinen Standort anpasse, wodurch die bei der richtigen Auslese eben jedes Jahr besser werden, besser angepasst sind, weniger Krankheiten haben, vielleicht mehr Ertrag liefern. Das ist auch ganz wichtig für mich. Dann ist sicherlich der Plan, dieses Jahr dafür zu sorgen, dass ich in 1 oder 2 Jahren vielleicht gar keine Erde mehr kaufen muss als Anzuchterde, sondern gut abgelagerten Kompost bewusst vielleicht 1-2 Jahre stehen lasse, der dann, wo die Nährstoffe schon von Regen und so ausgespült wurden, sodass ich
irgendwann gar nicht mehr gucken muss, welche Anzuchterde kaufe ich jetzt, welche ist biologisch, welche, also biologisch sind die ja immer, deswegen ist auch der Bio-Begriff bei Blumenerde schwierig, weil der Hersteller darf da mehr oder weniger, glaube ich, machen, was er will. Das möchte ich sicherlich gerne auf Dauer auch vermeiden, wenn es irgendwie geht, dass ich meine Anzuchterde selbst produziere mit der Zeit. Und dann ist noch ein Punkt, dass ich meine Pflanzen von Anfang an nicht fair, sondern erziehen will. Das heißt, ich gieße die nicht zu Tode, ich mache es denen nicht zu einfach, gebe denen zu viele Nährstoffe. Gerade so am Anfang nimmt man ja deswegen die Anzuchterde, damit die auf Nährstoffsuche gehen, viel Wurzeln ausbilden müssen, am Ende kräftige Pflanzen sind, denen ein Windchen nichts anhaben kann. Deswegen versuche ich auch möglichst lange nicht irgendwelche Schaschlikspieße oder so da reinzustecken und die Pflanze daran anzubinden, damit die gestützt wird, weil dann kriegt die ja gar nicht den Reiz, ja, selbst dicker zu werden, gegen Wind anzukämpfen. Deswegen habe ich zusätzlich diesen Ventilator, den ich manchmal da drüber jage. Ich versuche mit den Händen drüber zu streicheln, dass die einfach Reize bekommen. Oh, hier über der Erde ist aber ganz schön was los. Da muss ich ein bisschen kämpfen, ein bisschen kräftig werden. Ich denke, das ist eine gute Sache und das würde ich auch aktuell so weiterempfehlen. Sollte ich dann andere Erfahrungen machen. Ich habe ja auch so ein bisschen den Vergleich, ne, durch die letzten 2 Jahre. Und da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. So, das war's auch. Ciao.